Rodrian und um ihr Hörspiel Der Mord von nebenan. Irene Rodrian hat eine ganze Reihe von Kriminalhörspielen geschrieben, von denen sie selbst Der Mord von nebenan am meisten schätzt. Kurz und knapp, was ja im Kriminalhörspiel die lobenswerte Ausnahme ist, bringt sie ihre Geschichte auf den Punkt. Das haben wir schon mal geschafft, ihn aus der Einzelhaft rauszuholen und die psychiatrische Behandlung durchzusetzen. Nicht sehr viel, aber wenigstens ein Anfang. Der Chef ist ziemlich sicher, dass wir auch mit dem Bewährungsantrag durchkommen würden. Aber ich finde, da ist eine Wiederaufnahme drin. In den letzten Jahren hat sich schließlich einiges bei uns geändert. Das ganze Urteil würde heute anders ausfallen. Mein Gott, lebenslänglich für einen 20-Jährigen. Weißt du, seit wir uns um ihn kümmern, da allein zu sehen, wie er allmählich zurückkommt, Anteil nimmt, Vertrauen fasst. 10 Jahre lang hat keiner mit ihm geredet. Ein Lustmörder, der ist sogar im Zuchthaus isoliert. Und der war ja schon vorher kontaktgestört. Bei den ersten Sitzungen hat der Psychiater kein Wort aus ihm rausbekommen. Aber jetzt fängt er an. Macht mit. Die verrücktesten Einzelheiten kommen hoch. Erinnert sich. Sag mal, ist irgendwas? Wie? Ist dir nicht gut, oder was? Mir? Wieso? Na, ich seh's dir doch an. Ärger in der Schule gehabt? Nein, es ist nichts. Ich rede hier in einer Tour und du sitzt nur da und sagst keinen Ton. Bist du sauer? Weil ich den ganzen Aktenkram mit nach Hause schleppe. Und weil ich dauernd davon rede. Nein. Und weil ich so wenig Zeit für uns habe. Nein, ich sag doch nein. Ulla, versteh mich doch bitte. Wer kriegt schon so eine Chance? So ein Mann wie Holm mich in seiner Kanzlei aufgenommen hat, das ist wahnsinnig wichtig für mich. Wir haben in vielen Dingen die gleiche Meinung. Holm hat sich seit Jahren für die Strafrechtsreform eingesetzt. Und jetzt versucht er halt ein paar von diesen alten Fällen wieder aufzurollen, auch wenn kein Geld dabei zu ernten ist. So wie jetzt die Sache mit Hänsel. Er vertraut mir und übergibt mir den Fall. Da kann ich mich doch nicht einfach hinstellen und sagen, ich habe Feierabend oder ich bin jung verheiratet oder meine Frau hat leider kein Verständnis dafür. Das ist nicht wahr. Wenn wir eine Wiederaufnahme beantragen wollen, dann müssen wir neues Material beschaffen, neue Fakten. Natürlich ist das ein Haufen Mehrarbeit. Aber ich meine, das lohnt sich doch verdammt nochmal. Ich habe die Gerichtsprotokolle durchgearbeitet. Bei der Verhandlung ist unheimlich geschludert worden. Hänsel war schon vor der ersten Aussage von der sogenannten öffentlichen Meinung schuldig gesprochen worden. Allein die Formfehler, an denen ich einhaken könnte. Aber damit ist es nicht getan. Wir brauchen mehr. Die Zeugen zum Beispiel, diesen Gärtner, den alten Rebmann, den haben wir wieder aufgetan. Sitzt in einem Altersheim inzwischen. An das meiste erinnert er sich natürlich noch, nicht an Einzelheiten oder Namen. Aber das stinkt doch schon. Die Mädchen zum Beispiel, die tauchen überhaupt nicht auf im Verhandlungsprotokoll. Und die Gegend dort bei der Gärtnerei, wo es passiert ist, die sieht heute ganz anders aus. Alles bebaut. Da wohnen heute ganz andere Leute. Sag mal, habt ihr nicht dort gewohnt? Wie? Na, vor 10 Jahren, bevor ihr in die Stadt gezogen seid. Ich denke, ihr habt da draußen gewohnt. Ja. Das war ja ganz in eurer Nähe. Hätte ich auch schon früher drauf kommen können. Ja, da musst du dich doch noch an den Fall erinnern. Nein. Aber hör mal, der hat doch damals ein unheimliches Aufsehen erregt. Die Zeitungen waren voll davon. Ich weiß nichts. Naja, du warst ja auch noch ein Kind, 13 oder 14. Etwa so alt waren auch die beiden Mädchen. Vielleicht waren sie sogar in deiner Klasse. Nein. Überleg doch mal. Nein. Ist ja auch blöd, wenn man die Namen nicht kennt. Aber das kriege ich schon raus. Es muss ja eine polizeiliche Vernehmung gegeben haben. Morgen gehe ich zur Staatsanwaltschaft. Und lass mir die Ermittlungsprotokolle zeigen. Nein. Was nein? Tu's nicht. Ich verstehe dich nicht. Die Protokolle, ich meine, was soll da schon drinstehen? Aber das erkläre ich dir doch die ganze Zeit. Da ist ein Bruch drin. Ein Zeuge erinnert sich an etwas, was bei der Verhandlung nicht aufgetaucht ist, also muss ich doch... Du musst gar nichts. Du kannst doch Bewährung beantragen, dann wird er freigelassen. Das genügt doch. Also Ulla, ehrlich gesagt, ich begreife dich nicht.
Es geht doch nicht allein ums Freilassen. Es geht doch auch nicht nur um Hänsel. Es geht um eine Frage der Rechtsprechung. Das klingt jetzt vielleicht reichlich hochgestochen, aber es geht um Gerechtigkeit. Gerechtigkeit? Es geht um uns. Ja, sicher geht es auch um uns. Wenn ich mit der Wiederaufnahme Erfolg habe, dann kann ich... Hör doch auf, hör endlich auf. Alles, worum ich dich bitte, ist aufzuhören. Verstehe ich nicht. Es geht um mich. Und um dich. Um unser Leben. Was willst du damit sagen? Ich... Das eine Mädchen, das war ich. Sag doch was. Schau mich nicht so an. Ich kann doch nichts dafür. Ich hab das nicht gewollt. Ich schwör's dir, ich hab's nicht gewollt. Wir waren fast immer zusammen, Inge und ich. Inge, die hat immer gesagt, was wir machen und wo wir hingehen. Die Gärtnerei, die lag auf unserem Schulweg. Sind wir jeden Tag dran vorbeigekommen. Und Inge hat auch entdeckt, dass da ein Loch im Zaun war. Komm doch endlich, Ulla. Ja, ja. Ach, bist du ungeschickt. Ich bin eben größer als du. Mein Busen hast du deswegen auch nicht. Psst. Was ist denn? Ich hab was gehört. Ach, Quatsch. Wenn sie uns erwischen. Feigling. Guck mal, da drüben, da sind Johannisbeeren. Da kommen wir ja doch nicht hin. Klar doch, durch die Hecke kann uns keiner sehen. Inge, da kommt einer. Das ist der Gehilfe. Toll, was? Aber wenn der uns gesehen hätte. Der? Mit dem werde ich fertig. Wie denn? Ich finde ihn unheimlich klasse. Hast du die Muskeln gesehen? Nee. Und braun ist der, wie ein Italiener. Komm, gehen wir lieber. Bist du verrückt, wo wir gerade drin sind? Wenn der alte Rebmann kommt, dann rennen wir einfach weg. Der erwischt uns nie mit seinem Holzbein. Nur die Frau, die ist nicht ganz ohne. Die Blonde? Mhm, die ist richtig gemein. Er sieht aber viel älter aus. Ist er ja auch. Da kommt er. Hänsel! Ja? Bringen Sie die Setzlinge mit! Ja. Ich hab's ja gewusst. Sei still. Walter! Jetzt kommt sie auch noch. Du hast doch gesagt... Ach, Walter, helfen Sie mir doch mal eben bei der Frischerde, ja? Sofort. Nur die Setzlinge, ihr Mann hat... Ja, ja, das dauert ja nicht lange. Kommen Sie schon. Hast du das gesehen? Was denn? Wie er sie angeschaut hat. Nun lass uns gehen, Inge. Und sie auch. Wie sie ihren Busen vorgereckt hat. Überhaupt, was sie anhat. Wieso? Na, zur Arbeit so eine Bluse. Die haben doch auch einen Blumenladen vorne im Haus. Was die jetzt wohl machen? Wer? Na, die beiden in dem Schuppen. Die sind doch ganz allein da drin. Was sollen die denn da drin machen? Er schläft doch auch da, gleich in dem Anbau. Du, Ulla, sag mal. Mhm? Hast du schon mal, ich meine, deine Eltern, hast du da schon mal zugeschaut? Wobei? Na, vorbei schon. Nein. Natürlich nicht. Du? Nee, eben nicht. Die sperren ja immer ab. Aber gehört habe ich schon was. Ich glaube, dass meine Eltern... Die machen das gar nicht. Was hört man denn da so? Ja, so... Schnaufen. Ja? Ja, und Schreie. Schreie? Ja, wie wenn sie keine Luft kriegen. Tut das denn weh? Weiß ich nicht. Bringen Sie das alles zu meinem Mann, Walter. Und kommen Sie dann in den Laden, wenn Sie fertig sind. Schau doch bloß mal, wie der hinter dir herglotzt. Ich finde, er sieht blöd aus. Ach, bist selber blöd. Ich muss jetzt heim. Du, ich weiß was. Ich muss aber doch heim. Meine Mutti weiß doch, wann die Schule aus ist. Und dann regt sie sich gleich immer so auf. Ja, glaubst du meine nicht? Wenn sie zu Hause ist, gibt's sowieso Prügel. Prügel? Ach, mir doch egal. Also, was ist? Machst du mit? Was denn? Ja, wir gehen rein. Wo rein? In den Schuppen. Wir sehen uns da mal um. Dauert doch nicht lang. Die Männer sind gerade drüben bei den Gewächshäusern. Und sie ist im Laden vorn. Keiner da, der uns sehen kann. Aber... Los, komm.
dunkel. Mhm. Richtig unheimlich. Ach, komm hier raus, Inge. Die Tür da mit dem Vorhang, die geht zum Anbau. Da schläft er drin. Da ist einer. Los, in den Anbau. Und wenn hier einer reinschaut... Psst! Das war knapp. Ich will heim. Ich will hier raus. Ja, ja, wenn draußen die Luft rein ist. So, hier wohnt er also. Vier Klamotten hat er ja nicht gerade. Ob das Radio noch geht? Sieht ja uralt aus. Lass doch! Ob er eine Freundin hat? Der ist doch schon mindestens 19. Hör auf! Vielleicht wird er gern mit der, aber wo doch immer ihr Mann um sie rum ist. Mensch! Inge! Was hast du denn da? Was sind denn das für Hefte? Irre. Sind das echte Fotos? Hm? Morgen Nachmittag ist Turm. Tu das weg. Wir können sagen, dass es länger dauert und wieder hergehen. Endlich. Tag. Tag, Tag. Ist das alles, was du zu sagen hast? Es tut mir leid. Wo du warst, will ich wissen. Nicht. Die Schule ist seit Stunden aus. Du weißt genau, wie ich mich immer aufrege. Treibt sich genug Gesindel auf den Straßen rum. Und wie du wieder aussiehst. Den Rock hast du heute Morgen erst frisch angezogen. Was ist denn jetzt? Ich denke, das Essen ist fertig. Ich muss gleich weg. Ja, ja, das ist alles, was dich interessiert, das Essen. Aber was mit deiner Tochter passiert ist... Es ist doch nichts passiert. Noch nicht. Aber wenn sie so weitermacht, sich rumtreibt... Ist schon gut. In dem Alter, da habe ich auch... Ach, du warst kein Mädchen. Und die Zeiten waren anders. Ja, ja. Oh, ich will mir jedenfalls keine Vorwürfe machen müssen, wenn irgendetwas... Mein Gott, begreift das denn keiner? Beruhige dich doch. Es ist helllichter Tag. Ulla ist doch nie allein. Sie ist doch immer mit dieser Inge zusammen. Inge. Den Eltern ist ja auch alles egal. Die kümmern sich... Ich dachte immer, die imponieren dir so mit ihrem Geld und ihrem Haus und ihrem Swimmingpool. Jetzt verdreh mir doch nicht das Wort im Mund. Mein Gott, das wächst mir alles über den Kopf. Ich kann doch nicht auf alles aufpassen. Ulla. Ja? Du siehst, was du deiner Mutter antust. Ab morgen keine Bummelei mehr nach der Schule, verstanden? Ja. Der Alte fährt weg. Das ist ihr Wagen. Sieht schön aus, so ein ganzes Auto voller Blumen. Jetzt sind die zwei allein da drin. Wenn wir hier vor dem Schaufenster bleiben, können sie uns sehen. Na und? Wir können ja auch in den Laden reingehen. Reingehen? Na klar, Blumen kaufen. Ich meine, wir tun natürlich nur so. Aber warum? Dann können wir ihn richtig sehen, mit ihm reden. Ich wette, der wird noch rot. Was willst du ihm denn sagen? Weiß ich noch nicht. Kannst du was erkennen? Schau doch mal rein. Da ist überhaupt keiner drin im Laden. Dann gucken wir mal über die Mauer da hinten. Komm. Mach mal eine Leiter. Ja, nun los, mach schon. Ja, ja, Mom. Aua, tritt doch nicht so fest da drauf. Mann. Was ist denn? Das ist ja irre. Sag doch schon. Er steht da, am Haus. Steht nur so da und klotzt rein. Wo rein? Ins Fenster. Der ist völlig weg. Ich werd verrückt. Walter, was stehst du da so blöd rum? Haben Sie nichts zu tun? Lass mich runter. Was ist denn? Lass mich doch runter. Was war denn los? Rat mal, was sie angehabt hat. Was denn? Nichts. Gar nichts? Fast nichts. Wie das riecht hier drin. Hallo, Bedienung. Hallo. Ja? Bitte? Guten Tag. Guten Tag. Sie wünschen? Rosen. Rote Rosen. Ja, rote Rosen. Haben Sie etwa keine? Doch. Hier.
Die da, die sind mir zu mickrig. Große rote Rosen. Liebesrosen. Moment. Wo ist denn der so schnell hingerannt? Rosenkosen. Du, der hat sie zu uns gesagt. Hast du gesehen, wie er mich angeschaut hat? Was wollt ihr? Oh, sie haben mich ja ganz schön erschreckt. Wollt ihr etwas kaufen? Was kosten die da? 3 Mark. Was? Der ganze Strauß? Die nehme ich. Nein, pro Stück. Ach so. Hört mal, ich habe auch noch was anderes zu tun. Na, wenn alles so teuer ist? So ein Sträußchen, da kostet 2,50. Das ist mir zu popelig. Ich hätte gern was Großes. Einen Baum. Haben Sie sowas? Jetzt reicht's aber. Raus mit euch. Was sucht ihr hier eigentlich, wenn ihr nichts kaufen wollt? Ich sehe euch schon seit 2 Tagen hier rumstreichen. Wollt wohl lange Finger machen, was? Das ist ja eine Unverschämtheit. Komm, Inge, wir gehen. Jawohl, verschwindet, aber schnell. Sie hat gesagt, wir klauen. Wenn ihr nicht sofort draußen seid. Das werden sie noch bereuen. So eine Mistkuh. Schmeißt uns einfach raus. Du warst ja auch ganz schön frech. Na und? Wollt wohl lange Finger machen, wie? Na warte, der zahl ich's heim. Du, Inge, guck mal, da drüben ist er wieder. Mensch, 2 so große Kisten auf einmal. Ganz schön Kraft hat der. Du, Walter heißt er. Ich möchte mal sehen, wenn er lacht. Und der Nachname ist Hänsel oder so. Ich habe eine Idee. Wir schreiben ihm einen Brief. Ach, du spinnst ja. Wir schreiben ihm liebstes Walterlein oder so. Und hinten dran ihren Namen. Das merkt er doch gleich. Blödsinn, das merkt er nie. Wir tun doch so, als hätte sie den Brief geschrieben. Wie heißt sie denn? Irgendwas mit L. Die Gärtnerei heißt R und L Rebmann. Und die Frau kommt immer hinten. Hast du Papier dabei? Ich kann jetzt nicht. Ich muss doch heim. Ach, gleich. Geht doch ganz schnell. Papier ohne Linien brauchen wir. Den Zeichenblock? Nee, der ist so dick. Was ist denn das da? Das ist mein Schmierblock. Das haut hin. Also schreib. Wieso ich? Na, deine Schrift ist besser. Du musst sie natürlich verstellen. Mach am besten Druckbuchstaben. Und was jetzt? Liebes Walterlein? Ach, das habe ich doch nur so gesagt. Es muss schon echt klingen. Richtig erwachsen. Mein Herz? Psst, nicht so laut. Wacht mal, wie wär's mit Geliebter? Ja, einfach nur Geliebter. Finde ich doof. Dann schon besser lieber Walter. Oder nur W-Punkt. Das klingt geheimnisvoller. Ja, das ist gut. Ja, wie denn jetzt? Lieber W-Punkt. Langsam. Lieber W-Punkt. Nicht Punkt, Ausrufezeichen. Na, meinetwegen. Und weiter? Du hast so traurige Augen. Und so einen dicken Mund. Soll ich das schreiben? Na klar. Dick ist blöd. Ich schreibe besser schönen Mund. Na gut. Dann schreib aber dicke Muskeln. Einfach dicke Muskeln? In einem Satz natürlich. Jeden Tag sehe ich... deinen starken Körper. Du bist mir so nah. Und doch so fern. Jetzt irgendwas von Küssen. Ach, nicht so schnell. Was von Küssen? Ich möchte, dass du mich küsst. Überall hin. Und dann noch... Wach da auf mich. Ausrufezeichen. Fertig? Dann liest du mal alles vor. Die Unterschrift fehlt noch. Deine L-Punkt. Nur L-Punkt? Ja, so ein schönes, verschnörkeltes. Unten in die Ecke. So. Klasse. Lieber W, Ausrufezeichen. Du hast so traurige Augen und so einen schönen Mund. Jeden Tag sehe ich deinen starken Körper. Du bist mir so nah und doch so fern. Ich möchte, dass du mich küsst. Überall hin. Warte auf mich. L-Punkt. Überall hin schreibt man doch zusammen, oder? Ist doch egal. Nur von mir aus. Falt ihn zusammen wie einen Brief. Und jetzt schreib drauf W.H. Für W.H. Gib her, ich renn rüber und versteck ihn. Allein? Und? Ich hab den Brief in seinem Bett versteckt. Was hast denn du da unterm Pulli? Eins von den Heften. Aber er hat ja genug. Komm, wir gehen heim zu dir in dein Zimmer. Wir schließen ab und schauen uns das alles an, ja?
geschwitzt. Ich hol dein frisches Nacht. Nein, bleib hier. Schon gut. Es war ja nur ein Traum. Hier, zieh das an. Du liebe Zeit. Was machst du nur, Kind? Du wirst dich noch erkälten. Komm, deck dich schön zu. So, schlaf schnell wieder ein. Mutti. Hm? Du. Ja? Wie ist es eigentlich, wenn man verheiratet ist? Was? Was soll das sein? Ich meine, wenn man so mit einem Mann zusammen ist. Wie bitte? Tut es weh? Was? Ob es... Hör mal, was geht in deinem Kopf vor? Also, da bildet man sich dein Kind sauber, hält alles von ihm fern. Und, ja, also, mein Gott, als ich in deinem Alter war. Aber heute, alle Zeitungen sind ja voll. Überall passiert was. Was ist denn? Nichts. Ulla hat schlecht geträumt. Klasse, dass heute Turnen ausfällt. Mhm. Da haben wir den ganzen Nachmittag für uns. Zum Mittag muss ich heim. Ja, aber danach. Meine Eltern sind verreist. Da kannst du doch zu Hause erzählen, dass es heute länger dauert wegen Wandertag oder sowas. Und dann? Schreib mir wieder einen Brief. Oh Mann, haben wir doch schon so viele. Wird ja langweilig. Weil wir nie sehen können, wenn er sie liest. Und da habe ich eine Bombenidee. Wir schreiben einen ganz besonderen Brief und kommen dann nachts nochmal her und schauen ihm zu. Nachts? Naja, nicht richtig nachts. Nachmittags, wenn er Feierabend hat. Okay? Okay. Komm, ich geh mit zu dir. Ich träume jede Nacht davon, dass ich bei dir liege. Das ist irre. Nackt? Natürlich nackt. Wie Gott mich schuf. Und? Spüre deine harten Männerhände. Hast du das? Weiter. Auf meinen vollen Brüsten. Punkt. Auf meinen... Voll? Voll doch nicht. Na dann schreib rosigen Brüsten. Ist das alles? Weiß nicht. Noch irgendwas mit Leidenschaft und heißer Glut. Haben wir doch schon. Na schön, dann schreib nur noch... Ich kann nicht mehr länger warten. Ausrufezeichen. Und L-Punkt. Mhm. L-Punkt. So. Und das Parfüm? Da. Halt, nicht so viel. Das verdunstet doch gleich. Es hat einen richtigen Fleck gegeben. Das macht es nur noch echter. Sieht aus wie eine Träne. Oder wie Spucke. Gib her, ich renne jetzt los und verstecke ihn im Anbau. Das wird ganz toll heute Abend. Wir treffen uns um 6 bei dem Loch im Zaun, ja? Okay. Hast du Angst? Hm. Und du? Bisschen, ja. Ich bin mir aufgeregt. Was glaubst du, wird er tun, wenn er den Brief liest? Vielleicht rennt er rüber zum Haus und schlägt die Tür ein. Wo ist er jetzt? Im Treibhaus. Der Alte ist im Laden. Und sie? Keine Ahnung, im Haus vielleicht. Und wenn er den Brief ist, wenn er den Brief gar nicht findet? Wieso? Na, wenn du ihn unter die Bettdecke getan hast und er nicht gleich schlafen geht, da hast du recht. So ein Mist. Wir müssen hin. Jetzt? Klar, wir tun den Brief woanders hin. Aufs Kissen oder so. Geh allein. Ich denk nicht dran. Ab jetzt alles zusammen. Das war abgemacht. Also komm. Da drüben hinter dem Gestell, da können wir uns verstecken. Da kann man in den Anbau rüberschauen. Pass doch auf! Die Tür zum Anbau schließt gar nicht richtig. Komm schon. Komm! Wer
Wenn jetzt einer in den Schuppen kommt, sitzen wir in der Falle. Du, der Brief ist weg. Was? Da habe ich ihn hingetan, unter die Decke, und jetzt ist er weg. Dann hat er ihn schon. Irgendwo muss er doch sein. Komm, wir gehen. Hier. Briefe. Alle zusammen. Der letzte ganz oben. Du, die sind richtig abgegriffen. Lass sie doch, komm. Psst. Hast du gehört? Da ist wer im Schuppen. Ja. Ach, ist bloß sie. Die kommt nicht rein. Sie sucht was. Jetzt kommt ihr auch. Sehe. Na, wehe schon. Walter, haben Sie den Schleifstein gesehen? Hänsel, was ist denn? Du. Walter, sind Sie übergeschnappt? Du. Nicht. Hören Sie doch auf. Gehen Sie zur Seite. Lilo, nein. Was fängt ihr denn ein? Nein. Gehen Sie weg. Du weißt ja. Ich weiß doch. Nein. Deine Briefe. Nein. Die Briefe. Nein. Nicht weggehen. Bleib. Geh nicht weg. Leg das weg. Lilo. Nein. Du. Steh auf. Bitte. Ich wollte doch nicht. Ich wollte doch nur, dass du hier bleibst. Mutti. Halt's Maul. Mutti. Hör doch auf. Ich hab so Angst. Wir müssen raus hier. Ich kann nicht. Die Briefe. Wir müssen die Briefe mitnehmen. Komm schon. Guck nicht hin, komm weiter. Schon auf, hat uns auch keiner erwischt. Mein Rock ist zerrissen. Ach, nicht so schlimm. Was machst du denn da? Die Briefe, die müssen weg. Und pass bloß auf, was du sagst. Wenn du nicht genau machst, was ich dir sage, dann schnappen sie uns und sperren uns ein. Kapiert? Mein armes Kind, was ist denn passiert? Mutti. Ja, es ist ja schon gut, Was ist denn nun das? Der Mann in der Gärtnerei. Ja? Er hat uns. Wer? Was hat er gemacht? War so schrecklich. Was denn? Er hat uns gesagt, wir sollten da reinkommen. Da wären Blumen drin. Wir wollten noch Blumen kaufen. Ja, aber, und mein Kind. Was ist denn los? Was ist denn geschehen? Er wollte uns anfassen. Werner, ruf sofort die Polizei. Ja, wir sollten vielleicht. Worauf wartest du noch los? Ruf Anna schnell. Ich hab's ja immer gewusst. Das musste ja mal so kommen. So eine Bestie. Erzählt mir nur alles. Was hat er getan? Wo hat er euch angefasst? Ja, hallo? Die Polizei? Ja. Wo hat er euch angefasst? Herr Kommissar, ist es nicht genug, was die Kinder durchmachen mussten? Tut mir leid, Herr Engelhardt, aber wie ich Ihnen bereits sagte, handelt es sich hier um etwas mehr. Ich habe einen Mordfall aufzuklären. Der Fall ist bereits aufgeklärt. Sie haben den Mörder und die Beweise auch. Was wollen Sie denn da noch von uns? Da sind eben noch ein paar Unklarheiten, die Tatzeit betreffend. Damit haben doch die Kinder nichts zu tun. Sie waren doch längst weg. Aber das kümmert Sie nicht. Sie müssen die armen Kinder weiterhin quälen. Meine Güte, statt so ein Verbrechen zu verhindern, solche Menschen daran zu hindern, sich mitten unter uns breit zu machen. Ja. Ja, wenn ich nur daran denke, dass dieser Kerl die ganze Zeit über gleich nebenan in unserer Nähe frei rumlaufen konnte. Man sollte doch meinen, dass man wenigstens in so einem Viertel sicher ist. Beruhigen Sie sich doch bitte. Ach, beruhigen. Sie haben doch eben gesagt, dass der Täter, dieser Walter Hänsel, eindeutig überführt worden ist. Ja. Er hat die Frau mit einer Hacke brutal von hinten erschlagen. Und seine Fingerabdrücke beweisen doch schließlich... Natürlich. Die Tatwaffe, eben besagte kurzstielige Hacke, passt zu der Wunde im Hinterkopf. Darüber besteht ja gar kein Zweifel, aber... Hänsel bestreitet die Tötungsabsicht. Er sagt aus, dass Ach, er sagt aus. Ist ja hochinteressant. Und was haben Sie vorhin gesagt? Über den Zustand der Frau? Ihre Bluse war zerrissen, ihr Rock. Er wollte sie doch eindeutig vergewaltigen. Verstehen Sie mich doch. Ich muss allen Hinweisen nachgehen. Ja, verstehe ich. Dieser Hänsel ist ein
etwas schwieriger Fall. Er redet kaum und kann sich nicht ausdrücken. So, naja, die übliche Geschichte. Zerrüttete Verhältnisse, 8 Geschwister, Vater abgehauen, die Mutter wurde mit ihm nicht fertig. Dann Heimerziehung. Bei ihnen sind ziemlich negativ. Verstockter Einzelgänger und Neigung zu Anormalität. Aber davon rede ich ja. Wenn das alles schon bekannt war, dann war es doch unverantwortlich, ihn so einfach frei rumlaufen zu lassen. Und keiner warnt einen ja. Diese Rebmanns, die haben sich das selbst zuzuschreiben. Aber wir sind doch alle keine Hellseher. Hänsel hatte sich jahrelang nichts zu Schulden kommen lassen. Half sogar seiner Mutter. Und er konnte gut mit Pflanzen umgehen. Er schien die Arbeit zu lieben. Was er liebte, haben wir ja gesehen. Ich versuche doch nur, die Widersprüche zu klären. Hänsel behauptet, Lilo Rebmann habe ihm Liebesbriefe geschrieben. Ja, und? Nun, von solchen Briefen fehlt jede Spur. Auch Herr Rebmann hält es für völlig ausgeschlossen. Sie natürlich den abartigen Fantastereien dieses Subjekts mehr Bedeutung beimessen als den klaren Aussagen der beiden Mädchen. Ach, davon kann doch überhaupt keine Rede sein. Ich will Ihnen doch nur meine Lage erklären. Ja, bitte, bitte. Also, die Mädchen müssen kurz vor der Tatzeit in dem Schuppen gewesen sein. Denn als Rebmann sie weglaufen sah und gleich darauf nach seiner Frau suchte, fand er sie bereits tot auf. Mein Gott, vielleicht wollte sie den Kindern helfen. Die Mädchen haben nichts gesehen. Sie waren im Blumenladen. Das gibt auch Hänsel zu. Können wir da jetzt weitermachen? Ja, bitte. Also, ihr seid in den Blumenladen gegangen, weil ihr Blumen kaufen wolltet. Ja. Und da war dieser Hänsel drin? Ja. Und was geschah dann? Hat er etwas gesagt? Ja, er hat gesagt, die frischen Blumen, die sind hinten in der Gärtnerei. Wir sollten sie uns aussuchen. Ja, und da seid ihr mitgegangen. Es war doch heller Tag. Und da war ja auch die Frau hinten. Na, schon gut. Er ist also mit euch gegangen. Und dann seid ihr an dem Geräteschuppen vorbeigekommen. Ja. Und? War die Tür offen? Weiß nicht. Er hat die Ulla gepackt, sie reingedrängt. Ich wollte ihr helfen. Warum hast du da nicht geschrien? Hab ich ja. Aber er hat die Tür zugemacht und mich auch festgehalten und angefasst. Wo? Am Bein. Ja. Hängen ist da noch zu schade. Und dich? Hat er dich auch angefasst? Ja. Vorher. Er hat sie ja schon vorher. Auch da? Ja. Wenn ich den in die Finger kriege. Was ist dann passiert? Da war ein Geräusch draußen. Und? Da hat er uns losgelassen. Aha. Ja, und weiter? Da sind wir rausgerannt. So, ihr seid rausgerannt. Mhm. Habt ihr draußen etwas gesehen? Nein. Wir sind nur gerannt. Zum Haus hin oder in den Garten? In den Garten. Aber da war doch der Zaun. Wie seid ihr denn da rausgekommen? Da war ein Loch im Zaun. Habt ihr das denn gewusst? Nein, wir sind nur gerannt. Mhm. Naja, gut. Und du, hast du was gesehen? Nein. Sie hören doch, die Kinder haben nichts gesehen. Sind in blinder Panik weggerannt. Ist denn das so schwer zu verstehen? Mich interessiert nur, wie die Kinder... Was Sie interessiert, ist mir egal. Sie haben den Mörder und das genügt. Ich werde nicht zulassen, dass Sie mein Kind noch weiter quälen. Aber ich bitte Sie, Herr Engelhardt. Die Mädchen waren unmittelbar vor der Tat in der Nähe des Schocks. Ja, ganz recht, vor dem Mord. Und was Sie erlebt haben, ist schrecklich genug. Ich werde verhindern, dass der Schaden noch größer wird. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um meiner Tochter die Gerichtsverhandlungen und den ganzen damit verbundenen Schmutz zu ersparen. Das hat er auch getan. Er hatte Verbindung zur Staatsanwaltschaft. Sie haben auf unsere Zeugenaussagen verzichtet. Und Inges Vater hat durch seine Firma auf die Zeitungen Einfluss gehabt. Natürlich. Der gute Ruf und die arme Seele einer höheren Tochter gehen ja über alles. Was wirst du jetzt tun? Was ich tun werde? Ich bin nicht dein Vati. Aber du bist mein Mann. Großartig, ich bin dein Mann. Und da meinst du, du kannst weiter den Kopf unter die Bettdecke stecken und die böse Welt den anderen überlassen. Aber wenn das rauskommt jetzt, dann ich als Lehrerin und du, dein Name als Rechtsanwalt. Warum hast du nie den Mund aufgemacht? Warum hast du nicht einmal mir etwas gesagt vorher?
Aber nein. Und wenn ein anderer dafür draufgeht. Dabei war es gar kein Mord. Nicht mal Totschlag. Im höchsten Fall Körperverletzung mit Todesfolge. Du wirst also weitermachen? Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Finalhörspiel Der Mord von nebenan von Irene Rodrian. Unter der Regie von Manfred Brückner sprachen Eva Garg, Rosemarie Förkel, Petra Müller, Ilse Strambowski, Lucia Beuys, Heinz Schimmelpfennig, Hans-Joachim Krietsch, Karl Neder, Michael Thiele und Dirk Hardebeck. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1974.